Was geht ab? Was geht down, Leute? Herzlich willkommen. Neues Eternal Evolution Video. Und heute wollte ich mal das Renault feiern, einen neuen Guide machen. Da hat sich einiges getan mittlerweile. Ihr seht, er hat 930.000 Power. Er ist quasi mein Aushängeschild momentan. Er ist Immortal 4 geworden. Keine Ahnung, bin Immortal 5, wie viel Power er dann hätte. Dann hätte er auf jeden Fall noch einen ordentlichen Boost. Werden wir später irgendwann nochmal erfahren, wenn es soweit ist. Er ist einfach momentan mein Lieblingsschar. Er kann richtig viel Schaden raushauen, vor allen Dingen so in Kombination mit den anderen Energy-Helden wie Luke und Ravenna ist er absolut tödlich. Er haut so viele Blitze raus an der Spinne, haut er über 6, 7 Billionen selber alleine raus. Wer mein Spinnenvideo gesehen hat mit 5 Billionen maximales Damage, insgesamt also 5 Billionen gemacht in einem Hit auf Spinne 13. Wisst ihr Bescheid, wer das noch nicht gesehen hat, sollte sich das Video auf jeden Fall angucken. Absolut krank. Ja, seine Ulti ist absolut insane. Erstens, er springt ja so hoch. Es ist erstens ein Displacement-Skill. Und des Weiteren wird er, während er in der Luft ist, unbesiegbar. Und dass es ein Displacement-Skill ist, machen wir uns zu Nutzen. Und deswegen benutzen wir das Marauder-Set auf ihm. Weil nachdem er einen Displacement-Skill einsetzt, kriegt er einfach mal 80% Crit-Damage und 20% Lifesteal. Absolut kranker Scheiß. Dazu kriegt er eine Lightning-Barriere, die halt seine Damage-Reduction ordentlich erhöht. Dann hat er noch so ein, naja, wie soll ich sagen, astralen Strike, sag ich mal. Und der macht auch richtig guten True Damage auf die Gegner, macht auch richtig viel Schaden. Und hier ist das, was ich angesprochen habe, seine absolut krasse Passive. Ja, alle Verbündeten, Energie und Jägerhelden bekommen Thunder auf sich drauf. Und immer wenn die einen Skill treffen, kommen dann nochmal extra Blitze. Wenn man zum Beispiel das bei Energy Helden benutzt, hat man als Grundwert 40% Base Chance. Die erhöht sich nämlich um 10% beim X30. Und die wird dann nochmal bei Energiehelden, seht ihr hier, verdoppelt. Dann habt ihr 80%, dann reicht euch 60 Accuracy für 100%. Dann schmettern die Blitze nur so rein. Ja, jetzt will ich euch mal auf jeden Fall schon mal das Gear zeigen. Ihr seht hier, ich gehe viel auf Crit Rate und Crit Damage und auf Attack. Ich habe versucht 100% Crit Rate zu bekommen, ich bin knapp drüber gelandet und relativ viel Crit Damage. Ich habe bei ihnen schon versucht jetzt auch einfach mal die Crit Rate Handschuhe auszuziehen und Crit Damage Handschuhe anzuziehen, aber dann macht er bei mir weniger Schaden. Also diese 100% Crit Rate ist irgendwie schon gar nicht so schlecht auf ihm. Das sind dann einzelne Teile, hier seht ihr, da geht noch einiges. Hier könnte ich zum Beispiel noch Crit Rate bekommen, dann könnte ich das nochmal ausprobieren. Das Item ist noch nicht so optimal. Das ist ein nices Item. Das hier ist auch ein geiles Item. Geht eigentlich fast nicht viel mehr. Genauso wie bei dem Item ist auch super stark. Und hier geht auch noch ein bisschen was. Will ich nicht lügen. Aber es ist schon gute Items am Start. Und wir testen das jetzt gerade mal. Wir gehen mal in das Easter Battle rein. Und testen mal den Damage, den wir machen können. Mit Notfire. Ist ja gerade hier perfekt, der Running Lion ist am Start, können ein bisschen Damage machen und ja, dann zeige ich euch mal, wie viel Damage er machen kann. Zack. Zack. Ja, er schmettert halt jeglich viele Blitze raus, ne? Bisschen blöd ist jetzt, dass der eine Arthas da nicht mitgekommen ist. Ganz ehrlich, wir restarten das nochmal, das ist echt doof gelaufen. Wir wollen ja schon, wenn, dann den maximalen Damage zeigen. Und das bedeutet, dass halt Nord einfach mit seiner Ulti alles hitten kann. Sonst ist es ja trashig. So, das sieht jetzt gut aus. Diesmal ist es nicht so blöd gerollt. Jetzt können wir ordentlich Damage fahren, so gesehen. Ihr seht, es ist schon nach ein paar Sekunden hat der 152 Millionen, ne? Das ist einfach anders wahnsinnig. Wahnsinn ist das einfach. Absolut. Ist da ein Damage rausprügelt? Gucken, soll ich das?
Hier ist der Deport. Im Vergleich mal, Ravenna ist auch super stark, aber die hat noch nicht so viel Damage, ne? Ah, jetzt ist der Leo da doof runtergerollt. Jetzt ein Kackenhandschwert. Ein bisschen doof. Jetzt habe ich das auch noch verkackt. Fettfinger Prime. Naja. Ihr seht auf jeden Fall, worauf ich ungefähr hinaus will. Sein Damage ist halt schon heftig. Gleich die eine Billion schon geknackt. Nicht mal eine Minute rum. Ich wollte euch das nur mal zeigen, wie heftig das ist. Damage, den er raushaut. 1,1 Billion. Also wenn das immer noch nicht überzeugt von diesem Champion, dann muss ich auf jeden Fall nochmal mein Spinnenvideo angucken. Dann sollten auf jeden Fall alle Fragen beseitigt sein. Ich kann das gleich nochmal einblenden, dass der den Damage von der Spinne. Könnt ihr da auch nochmal gucken, aber es ist halt richtig geil. Und vor allen Dingen, er hat ja halt auch diesen Life Leech dadurch. Und dadurch, sobald er einmal quasi mit seiner Ulti so richtig anfängt und immer wieder Life Leech dadurch bekommt, ist er eigentlich, weil er auch die Damage Reduction bekommt, kurz Immunity, ist ja so fast unkillbar. Ich will nicht sagen komplett unkillbar, aber es ist schon extrem heftig. Sei der Gute. Ich weiß, es ist schwer, hier irgendwas anzugehen in den ganzen Tumult. Viele Zahlen, dies, das, dass viele Blitze da halt kommen, ne? Über 2,8 Billion hat er jetzt hier gemacht. Ist nicht ganz mein Rekord geworden, aber ist erstmal nice auf jeden Fall. Ich wollte euch nochmal kurz den Spinnen-Damage zeigen. Sekunde. Hier könnt ihr nochmal den Spinnen-Damage euch angucken. 5,9 Billionen. Wenn er gerade mal 889 Millionen gemacht hat, im Vergleich. Auf dem Tacho. Es geht noch über 6 Billionen. Ich habe jetzt bei 4 Sekunden den Screenshot genommen. Absolut wild, Leute. Ich hoffe, ihr könnt dadurch Infos mitnehmen, wie ihr euer Northrend bauen sollt und mehr rausholen für eure Gilde, für euren eigenen Progress. Und ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, haut ein Abo auf den Kanal raus und verpasst keins der weiteren Eternal Evolution Videos. In dem Sinne, Peace, euer Resign 1.